Es ist ein Junge, das dritte royale Baby, liebe Zuschauer von William und Kate London. Und damit herzlich willkommen zu Brisant mit dieser freudigen Nachricht. Und jetzt schalten wir gleich mal zu meiner Kollegin Hani Hüsch in London, die mit vielen anderen Journalisten vor dem Krankenhaus steht. Hani Hüsch, wie ist denn die Stimmung gerade bei Ihnen derzeit vor Ort? Feuerwehrtaucher haben heute Morgen in der Elbe in Hamburg eine Leiche entdeckt. Dabei handelt es sich offenbar um den 29-jährigen Schotten Liam, der im Februar während des Junggesellenabschieds seines Bruders auf der Hamburger Reeperbahn verschwunden war. Ja, eine endgültige Bestätigung, ob es sich tatsächlich um den Schotten handelt, gibt es aber noch nicht. Es wird tierisch jetzt bei uns mit einer Geschichte, in der dieser kleine Kerl hier, Freddy, so einige Nerven gelassen hat. Und auch das Frauchen übrigens, denn Freddy ist da reingekrochen, wo er erst mal nicht mehr rauskam. Und er war auch nicht alleine. Hier die ganze Geschichte für Sie. Aber ist ja zum Glück wieder da, der Freddy. Familie Vossala hat Angst. Jeden Moment könnte ihre Wohnung von der Stadt Rossingen geräumt werden. Die Familie soll in eine Obdachloseneinrichtung umziehen, eine Containersiedlung. All das, obwohl beide Ehepartner schwer krank und rund um die Uhr auf die Pflege durch die Tochter angewiesen sind. Ein Fall, der unter die Haut geht. Ganz anderes Thema jetzt, liebe Zuschauer. Essen Sie eigentlich ganz gern Fisch? Falls ja, dann vertrauen Sie vielleicht auch so einem blauen MSC-Siegel. Es soll garantieren, dass der Fisch nicht aus überfischten Beständen kommt und bei seinem Fang das Ökosystem Meer nicht beschädigt worden ist. Doch die Richtlinien sind inzwischen lasch geworden, sagen zumindest Meeresschützer. Ja, und einigen wird da vielleicht der Appetit auf Fisch ordentlich vergehen. Heute Abend das Geschäft mit dem Fischsiegel, 22.45 Uhr hier bei uns im Ersten natürlich. Es war ein Schock für viele Fans, als es hieß, Vanessa Mai hat sich bei Konzertproben verletzt. Was da genau passiert ist, jetzt in Brisant prominent. Ja, an die Grenzen gehen, alles geben und dabei auch noch singen. Die Schlagerstars von heute wissen spätestens seit Helene Fischer, auch das gehört mit dazu zum Geschäft. Ganz vorne mit dabei ist Vanessa Mai. Jetzt ist erstmal Ruhe angesagt und wir wünschen an dieser Stelle auch gute Besserung. Kultfigur Harry Potter erobert jetzt auch die Broadway-Bühne New York in unseren Promi-News jetzt für Sie. Da freuen wir uns sehr, dann, dass wir darüber berichten dürfen. Großes Babyglück also in London und Informationen waren das von Hani Hüsch. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht es bei uns musikalisch weiter, liebe Zuschauer, mit einem Star der alten Schule im Gegensatz zu Vanessa Mai und der Botschafterin des Chansons. Es wird dann nicht herumgewirbelt auf der Bühne, sondern sie bleibt bodenständig. Mireille Mathieu, der Spatz von Avignon, mehr als 50 Karrierejahre, 190 Millionen verkaufte Platten, 1200 Lieder in 11 Sprachen, Akropolis, Adieu ist mit dabei, hinter den Kulissen von Paris und natürlich etliche französische Lieder. Mireille Mathieu gehört zu Frankreich, wie der Eiffelturm kann man sagen. Made in France heißt ihr aktuelles Album und Made in France hieß es jetzt auch in der Elbphilharmonie in Hamburg. Mademoiselle Mathieu, so möchte sie übrigens immer noch ganz gern angesprochen werden. Ja, das war's von Brisant für heute mit der Nachricht des Tages. Die Geburt von Baby Nummer 3 von William und Kate. Morgen natürlich mehr auch dazu. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie einschalten. Punkt 17.15 Uhr. Ihnen jetzt noch einen ganz tollen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ciao.